Seid gegrüßt, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen bei TK Whisky. Und heute habe ich den Tometten 21 Jahre für euch. Also einen richtig schönen alten Single Malt Scotch Whisky. Ja, die Brennerei wurde 1897 in den Highlands in Schottland gegründet und ging leider 1906 schon wieder bankrott. Aber nur für 3 Jahre, denn 1909 konnten sie dann wieder öffnen. Ab 1956 fingen sie an, sich dann enorm zu vergrößern. Da haben sie viele Stills dazu bekommen, sodass sie 1974 auf 23 Stills gebrannt haben und dabei 12 Millionen Liter rein Alkohol im Jahr produzierten. Damit war Tometten auch die größte Brennerei in Schottland. Aber auch dieses Riesenvolumen an Whisky konnte sie nicht schützen, dass sie 1985 wieder Insolvenz anmelden mussten. Die Schließung konnte dann aber ein Jahr später, also 1986, verhindert werden durch den japanischen Investor Takara Shutsu und Okara. Und damit war Tometten dann auch die erste schottische Brennerei, die in japanischem Besitz war. Ja, heute produzieren sie noch auf 12 Stills und haben ungefähr einen Jahresausstoß reinen Alkohols von 5 Millionen Liter. Das meiste davon geht in die Blendindustrie, ungefähr 80% davon fließt in den Blends und trotzdem bleibt noch genug über, dass sie viele verschiedene Abfüllungen anbieten können, auch alte Abfüllungen, rauchige Abfüllungen und auch vieles noch an unabhängige Abfüller abgeben. Also von Tometten findet man schon echt viel auf dem Markt. Sie sind auch immer noch eine der 10 größten Brennereien in Schottland. Ja, 2020 war für uns alle ein schwieriges Jahr, so auch für die Brennerei, denn sie hat der Verkauf ging um 17% zurück bei Tometten. Es lag aber wohl nicht nur an Corona, sondern auch an den Strafzöllen, denn wohl gerade der amerikanische Markt, da gingen die Verkäufe wohl sehr zurück. Kann man denen nur die Daumen drücken, dass sich das wieder ändert? Ja, was haben wir denn hier überhaupt in der Flasche? Einen 21-jährigen Whisky, Single Malt. Ausschließlich in First Fill Ex-Bourbon Barrels gereift. Also schön naturbelassen, keine Sherry-Einflüsse oder Weineinflüsse oder irgendwas. Und ist eigentlich für den Travel Retail gedacht. Ein Travel Retail Exclusive ist das. Ich muss ja zugeben, ich verstehe den Sinn von diesen Travel Retail-Abfüllungen nicht so richtig, denn ganz, ganz oft findet man sie dann ja doch in den Shops. Also ist es ja doch nicht so exklusiv, nur für den Reisebedarf. Und gerade dann auch am Flughafen sind die Flaschen nicht immer günstig. Also der kam letztes Jahr auf den Markt und war dann da im Travel Retail für 175 Euro zu haben. Und ja, wie gesagt, also ich sehe da irgendwie so in den Travel Retail Abfüllungen nicht so den Sinn, weil ganz, ganz vieles landet auch in den normalen Shops. Aber gut, der Whisky ist nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und mit 46 Volumenprozenten abgefüllt. Und ich hatte das große Glück, dass ich da durch den lieben Dirk dran kam. Dirk kennt man vielleicht von Instagram unter Whisky Saturday, findet man ihn. Lasst ihm gerne ein Abo da. Dirk, schöne Grüße an dich. Danke, dass du die Flasche besorgt hast. Ja, Dirk kam da durch Zufall in seinem Urlaub dran und hat wirklich einen super Schnapper gemacht. Er hat für die Flasche 103 Euro bezahlt. Ja, normalerweise im Shop findet man die Flasche so für zwischen 120 und 200 Euro. Also wer die Flasche von euch haben möchte, sollte da schon drauf achten. Da gibt es doch größere Preisunterschiede. Das Design ist finde ich schön. Ich finde die Flasche wirklich schön. Das ist die typische Tomettenflasche. Zeige ich euch einmal nur ein ganz kleines Etikett. Ansonsten sieht man wirklich viel vom Whisky. Da sind noch so Prägungen im Glas auch hinten drin. Findet man da noch mal so Prägungen mit dem Schriftzug Tometten und dem Zeichen. Hier unten hat man so geschwungene Linien im Glas. Gefällt mir wirklich gut. Was dieser, ich konnte es nicht rausfinden. Ich wollte unbedingt wissen, warum ist auf dem Korken ein Wildschweinkopf oder auch auf dem, ich glaube, das kann ich euch hier besser zeigen, auf dem Symbol, wenn ihr das euch mal anguckt, dann, da ist auch dieser Wildschweinkopf drauf. Ich konnte nicht rausfinden, was Tometten mit einem Wildschwein zu tun hat, aber wenn einer von euch das weiß, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare.
Die Box finde ich auch wirklich sehr schön, so diesen Farbverlauf von dunkelrot zu hellrot mit diesem goldgeschwungenen, was man ja auch schon auf der Flasche hat, mit der goldenen Schrift. Das ist eine hochwertige Box mit einem Magnetverschluss. Hier drin ist der Whisky schön fixiert, dass der nicht in der Tube so hin und her wackeln kann. Haben sie wirklich schön gemacht. Habe ich sonst irgendwas zu sagen? Preise habe ich genannt. Nee, ich glaube, dann war es das. Einmal die Farbe im Glas. Und ja, ich bin jetzt echt sehr gespannt. Ich probiere den Whisky jetzt zum ersten Mal. Also das, was hier aus der Flasche fehlt, da hat Dirk sich seinen Anteil schon abgezapft. Und ich habe den Whisky noch nicht im Glas gehabt. Ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Ihr bekommt jetzt also von mir meinen Ersteindruck, was ja auch immer gut zu wissen ist, denn der Ersteindruck ist ja auch oft bei Whiskys dann anders. Ne? Also ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, beim ersten Mal finde ich einen Whisky gar nicht so gut vielleicht. Und wenn ich mich da öfter mit dem auseinandergesetzt habe, gefällt er mir dann doch auf einmal super. Oder auch umgekehrt, Ersteindruck, wow, echt gut. Und dann nach zwei, drei Drams denkt man sich, ja, mal ganz nett, aber brauche jetzt auch keine ganze Flasche von. Ne? Also ihr wisst Bescheid, das ist jetzt mein Ersteindruck. Süß und fruchtig. Eine Honignote und direkt eine fruchtige Apfelnote dabei. Weintrauben. Vanille. Und Alkohol ist gut eingebunden. Spürt man nicht in der Nase. So eine teigige Note irgendwie. Wie so ein warmer, buttriger Teig. Wie so ein Apfelkuchen. So Apfelkuchen, ein warmer Apfelkuchen. Eine leichte Zitronennote habe ich dann noch. Wird so leicht, geht so ein bisschen ins Säuerliche. Aber ist schon sehr gesetzt in der Nase, sehr ruhig und also man spürt, dass er alt ist. Sehr weich alles, rund. Dieses Weich und Runde, damit werben die ja auch. Die nennen sich ja selber, ich weiß nicht, irgendwo habe ich es gelesen. Hier einmal hinten drauf. Ihr könnt das einmal lesen. The Softer Side of the Highlands. Ja, auf der Flasche steht das hier auch, auf, ist es reingeprägt. Also Tomaten wirbt auch damit, dass sie softe, weiche Single Malts erstellen. Und das hat man hier auch im Glas. Aber schön, diese Mischung, dieses süße, fruchtige Honig und dann so diese, wirklich so ein Apfelkuchen. So warmer, buttriger Teig mit Äpfeln oben drauf. Eine leichte Säure, Zitrone. Schön, Slanche.
Boah. Richtig gut. Also, soft ist am Geschmack gar nicht mehr. Nicht, dass der Alkohol sticht oder so, aber der ist voll aufgeladen. Der hat volles Volumen. Süß. Aber auch direkt Würze vom Fass. Ist direkt auch würzig. Und dann also Mandarin, Leder, Honig, Karamell, ein Hauch Tabak, noch ein bisschen was Nussiges. Boah. Richtig gut. Also das hätte ich nach der Nase jetzt nicht erwartet, dass der im Geschmack wirklich so präsent ist. Die Nase ist gut, aber mild im Gegensatz zum Geschmack. Hat man noch eine Säure dabei. So, der Apfelkuchen, den man in der Nase hat, ist im Geschmack eher ein Zitronenkuchen, würde ich sagen. Also auch süß mit so einer leichten Zitronennote. Auch wieder so dieses Teigige, diesen warmen Teig. Ein bisschen Leder dazu, Mandarine. Boah, richtig gut. Würzig. So, die Eiche merkt man nicht, also man hat nichts von Holz. Man merkt die Eiche in Form von Würze. Und das ist so, ja, so eine Ingwerwürze, würde ich es nennen. Ingwer, Zitronengras, sowas in diese Richtung. So leicht prickelnd im Mund, sag ich mal. Abgang, ja, würde ich als mittellang bezeichnen. Wird trocken, ein bisschen so am Zahnfleisch wird jetzt trockener, aber auch hinten im Gaumen. Wow. Schön. Schön, schön, schön. Kann ich nicht anders sagen. Jetzt immer so orange Mandarine kommt nochmal nach. Bisschen ledrig. Nussig. Dann diese im Geschmack dieses Zitronige. Der Zitronenkuchen. Richtig gutes Ding, richtig lecker. Für den Preis, den ich bezahlt habe, 103 Euro, kann man absolut nicht sagen. 120 würde ich ihn auch nehmen, wirklich gut. 200 würde ich ihn nicht nehmen, also schaut, dass er da, wenn er den haben möchte, dass er da den richtigen Shop erwischt. Aber das ist ein schöner, alter Whisky in der Nase, relativ mild im Geschmack. Knallt er dann schon ordentlich rein, ist würzig. Da zeigt er dann sein Alter. Und 21 Jahre, ich habe ja immer, wenn ich so alte Whiskys trinke, immer so ein bisschen Kopfkino. Ja, wenn man überlegt, 21 Jahre, wie alt war man da, was hat man da gemacht? Und dann die ganze Zeit über in den letzten 21 Jahren, was ist im eigenen Leben oder auch so auf der Welt passiert?
wo er dann friedlich im Fass lag und vor sich hingereift ist. Allein dafür finde ich so alte Whiskys schon immer irgendwie cool. Da hat man immer, ich habe da immer so dann meine Gedanken, die schweifen dann immer so ein bisschen so ab und das ist schon gut. Und wenn der Whisky dann dazu noch so lecker ist, macht man da nichts verkehrt. Alles klar. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis dahin, passt auf euch auf und ciao.